Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute geht es um Gear, Stats, Sets, alles was man sich darunter vorstellen kann. Wir sehen uns gleich. Da ich ja schon mal ein Video gemacht habe über diesen ganzen Kram, über ein paar Kleinigkeiten von Gear, über Stats, welche Sets es gibt und so, könnt ihr euch das gerne ganz normal angucken. Ich verlinke euch das gerne gleich hier jetzt nochmal. Denn jetzt geht es so ein bisschen tiefer in die Materie, sage ich jetzt mal. Und auch ich bin nicht allwissend. Wenn ich was Falsches sagen sollte, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, habe ich kein Problem mit. Ich lerne ja auch noch dazu. Aber wir gucken uns mal meine Hydrisse an. Die habe ich jetzt seit ein paar Tagen neu gegiert, da sie nicht sehr gut war. Habe auch noch nicht alles auf 15, was man aber auch nicht unbedingt braucht. Aber als kleine Übersicht, ihr könnt hier unten auf More klicken, dann habt ihr eure ganzen Stats im Überblick. Jetzt muss ich natürlich wissen, was für ein Held ist sie denn? Ist sie denn ein Damage-Dealer? Ist sie ein Supporter? Ist sie jemand, der vorne steht und tankt? Mit was skalieren denn ihre Angriffe und den ganzen anderen Kladderadatsch? Womit ihre Angriffe skalieren, lässt sich relativ leicht hier an den Stats ablesen. Ich meine, ihr Attack-Stat ist S. Dann kann ich wahrscheinlich zu 99% davon ausgehen, dass ihr Angriff auch mit Attack skaliert. Wenn wir jetzt aber mal nachgucken hier, sehen wir, okay, der Basic Attack, der tut so viel Schaden machen. Okay, steht jetzt nichts dabei. Bei dem ersten Special Attack steht jetzt auch nichts dabei. Da steht nur Damage plus 10%. Beim dritten ist auch nichts dabei. Also kann ich wirklich gut davon ausgehen, dass das Ganze mit Attack skaliert. Denn wie man bei anderen Helden sieht, wie zum Beispiel unserem tollen Hakrin heißt er ja, steht hier bei dem einen drin, Damage scales with his character's defense. Er ist auch nicht ganz alleine, denn der Charles hier, bei dem sind es, glaube ich, auch seine Fähigkeiten. Hier, der skaliert auch mit Defense, ich glaube der A1 aber nicht. Oder war das in der passiven? Ah, also er macht auf jeden Fall immer True Damage in Höhe von seinem Verteidigungswertes. Aber dieses steht dann immer spezifisch dabei. Es gibt auch Helden, zum Beispiel Rickard hier, der hat eine Fähigkeit, der macht der Schaden in Höhe von seinem maximalen Leben. Also wenn das Ganze mit was anderem skaliert als ATK, steht das immer dabei. Aber wir bleiben mal bei meinem ATK-Helden hier. Da hat man das Ganze ein bisschen besser, man hat eine leichtere Übersicht und es ist leichter zu erklären. Man muss ja dann einfach nur den Stat halt auf andere Leute projizieren. Gucken wir uns das Gear doch mal an. So, wir haben jetzt hier unsere 6 Gear-Sachen, die wir ausrüsten können. Und wir sehen hier unten beim Gear-Bonus habe ich einmal das Warrior-Set drin. Das gibt mir nochmal plus 15% Attack. Jetzt ist die Frage, warum habe ich denn nicht noch zweimal weiter das Warrior-Set drin? Oder habe zum Beispiel das Wut-Set drin, damit ich mehr... Heißt das Wut-Set? Ich glaube ja. Damit ich mehr Crit-Chance kriege. Naja, die einfache Sache ist, Sets sind nicht so wichtig wie die Stats, die euch die einzelnen Sachen geben. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen zum Beispiel noch einem Speed-Set und zum Beispiel noch einem Warrior-Set, ja, dann hätte ich ja, okay, ich könnte entweder 15% Speed mehr kriegen oder nochmal 15% mehr Attack dazu kriegen. Aber was bringt es mir, wenn ich einen super guten Schuh habe, wie den hier zum Beispiel? Na gut, der ist jetzt nicht super gut, aber der ist okay. Und der gibt mir Crit Rate und Crit Damage, das ist top, der gibt mir sogar noch ein bisschen Leben. Was bringt es mir jetzt, wenn ich den austausche gegen einen Schuh, der mir zwar 15% Angriff mehr gibt, auf dem ich aber Kack-Stats habe, die mir nichts bringen für diesen Champ, was bringt mir das? Nichts. Diese 15% Attack, die kriegt ihr ganz einfach raus, wenn ihr auf dem Attack-Stat zweimal plus rollt. Dann habt ihr da schon plus 15 Attack. Dann stellt euch mal vor, ich hätte da nochmal plus 15% Crit Damage, dann habe ich hier nochmal ein bisschen Health, dann habe ich hier nochmal Attack obendrauf, plus dann nochmal die 15% vom Set, die ich aber nicht unbedingt brauche. Also ihr könnt euch merken, Stats sind immer wichtiger als Sets. Mit ein paar Ausnahmen. Es gibt bestimmte Sets, die geben euch Boni, wie zum Beispiel einen Extra-Angriff oder ähnliches. Die sind aber auch dann nur auf ganz speziellen Champions gut. Also wir rekapitulieren. Stats sind besser als Sets. Mit Ausnahmen, es gibt ganz, ganz wenige Sets, die auf ganz, ganz wenigen Champions gut sind. Also das könnt ihr am Anfang wirklich ignorieren. Auf was sollte man die Sachen am Anfang leveln? Ja, erstmal auf plus 9, damit ihr seht, auf was das Ganze denn scaled. Plus 6, plus 9, je nachdem. Und wenn ihr es dann benutzen wollt, wenigstens plus 12 und dann später vielleicht in den Events auf plus 15 machen.
Dann hat man vorhin gesehen, dass uns der Bonus 15% Attack mehr gibt. Und man zum Beispiel auf verschiedenen Sachen keinen... Ah, der ist zum Beispiel perfekt. Der gibt mir jetzt hier zum Beispiel 14% Defense mehr. Aber hier unten nochmal 12 Defense. Also, da gibt es ich sollte nicht so viel Scheiße lachen. Es gibt bei Attack, Defense und Health gibt es jeweils zwei Arten. Kann man hier über Manage Gear auch ganz gut sehen. Gibt einmal Attack Percent und Flat Attack. Und es gibt Health Percent und Health Flat und Defense Percent und Defense Flat. Wo ist da jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Zahl. Defense Prozent gibt euch immer diesen bestimmten Prozentsatz von eurer Base Defense plus. Die Flat Defense gibt euch quasi diesen Wert, diese 12 Defense, einfach oben drauf. Als Beispiel jetzt, ihr habt 1000 Verteidigung, ja, oder machen wir 100 Verteidigung, ist einfacher für mich zu rechnen, und ihr kriegt jetzt 14% darauf Defense. Heißt, ihr kriegt 14 Defense oben drauf. Oder ihr kriegt diese 12 Defense, heißt, ihr kriegt 12 Defense oben drauf. Auf gut Deutsch gesagt, Defense. Auf gut Deutsch gesagt, Percentage ist immer besser als Flat. Denn ihr rennt ja nicht mit 100 Rüstung rum, sondern ihr rennt ja teilweise hier mit sehr viel mehr rum. Base Defense liegt zum Beispiel bei 500. Der ist der Unterschied schon mal sehr viel höher. Bei Attack und Health ist der Unterschied ja noch mal höher. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, ihr solltet immer gucken, dass Percentage drauf ist und kein Flat. Jetzt ist die Sache, man ist am Anfang ja nicht unbedingt in der Lage, gut auszusortieren. Ich bin da das perfekte Beispiel. Ich bin richtig wählerisch, was meine Items angeht. Und sortiere am liebsten schon vorher aus und würde am liebsten, wenn ich 500 Teile habe, 490 davon wegschmeißen. Bringt mich im Leben aber auch nicht weiter. Ja, das heißt, man muss irgendwie Kompromisse eingehen. Wie gehe ich jetzt diese Kompromisse ein? Jetzt geht es darum, welche Synergien die Sets zusammen mit den Items und dem Slot haben sollten. Ja, das heißt, wir haben einmal das Set, Angriff, Verteidigung, Bonus, den ganzen anderen Kladderadatsch, den es da noch gibt. Dann haben wir das Teil an sich. Da kommt es vor allem hier oben an, auf Angriff, Leben und Rüstung. Und dazu haben wir dann noch die Stats, die da drauf gerollt werden können, plus den Champion, den wir haben. Das sind schon mal vier Sachen, die super gut zusammen synergieren müssen, damit ihr richtig gute Stats habt. Als erstes müssen wir wissen, was ist die Rolle unseres Champs. Hier haben wir einen Angriffschamp, der soll Schaden machen. Er soll sehr, sehr viel Schaden machen. Und natürlich auch einen gewissen Lebenspool haben, um zu überleben. Was braucht jetzt dieser ATK-Champ, um Schaden zu machen? Er braucht Angriff, Crit-Chance, Crit-Damage. Das sind die drei wichtigen... Das sind die drei wichtigen Stats, die dieser Champ braucht. Danach Überleben. Und zwar mit Leben mehr als Defense. Dann ist die Frage, macht dieser Champ Debuffs? Ja oder nein? Falls ja, dann bitte hingehen und versuchen, noch einen gewissen Prozentsatz Fokus drauf zu kriegen. Denn Fokus sorgt dafür, dass du Effekte auf andere Champs drauf machst. Desto höher der Resistance Score von dem Gegner ist, desto höher muss euer Fokus Score sein. Wenn der Gegner keinen Resistance Score hat, könnt ihr natürlich auch 0% Fokus haben. Das ist ja dann vollkommen egal. Es ist dann weiterhin einfach nur diese Prozentchance, die ihr dann habt. Wenn da jetzt steht, deals 100% Damage to all enemies and applies Speed Down, wie bei mir zum Beispiel, dann ist dieser Speed Down zu 100%, es sei denn, er wird resisted vom Gegner. Ja? Wenn das da nichts steht an Prozentzahlen, sind es 100%. Hier steht ja zum Beispiel, du hast eine 50%ige Chance. Das heißt, du rollst quasi, ob der Debuff draufkommt oder nicht, und dann rollst du nochmal wegen der Resistance, ob der Gegner das resistiert oder nicht. Dann gehen wir doch nochmal über die einzelnen Teile drüber. Fangen wir doch einfach mal hier an mit dem Schwert. Das hat Health Percentage, kann das mein Champ gebrauchen? Auf jeden Fall. Hat Crit Damage, kann das mein Held gebrauchen? Ja, es ist sehr, sehr wichtig für ihn. Das hat Precision,
boah, das ist jetzt okay, das ist ein Stat, den braucht man nicht unbedingt. Ist aber nice to have. Und er hat Attack Percentage. Kann das mein Held gebrauchen? Ja, braucht er. Das heißt, er hat schon mal zwei Stats von vier, die er haben kann, die er wirklich gebrauchen kann. Das Item kann man behalten. Das ist gut. Ja. Health kann man noch sich darüber streiten, dass das sehr gut ist. Ich hätte hier zum Beispiel lieber Crit Chance gehabt, da es nun mal ein Angriffswaffe ist. Da es eine Waffe ist, die auch als Main Stat Attack hat, hätte ich natürlich auch gerne Attack Stats da drauf. Selbe mit dem Helm jetzt hier zum Beispiel. Wir haben Crit Rate, brauchen wir, Attack brauchen wir. Wir haben jetzt hier leider zweimal Defense plus Defense Flat. Oh, das gefällt mir schon gar nicht. Ich würde dieses Item am liebsten wegschmeißen. Ich habe nur leider zurzeit nichts Besseres. Das regt mich ein bisschen auf. Daher muss ich es benutzen. Das meinte ich mit wählerisch. Ich bin sehr, sehr wählerisch, was sowas angeht. Sowas ist zum Beispiel für mich schon nicht gut. Es ist 5 Sterne, was schon sehr gut ist für mich. Es hat 2 Stats, die ich gebrauchen kann. Ein Stat, der ist okay. Und ein Stat, der ist kacke. Und leider ist es auch noch schlecht gerollt, dass es auf dem okay Stat ist. Dann gibt es aber noch ganz andere Rüstungsteile. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei dem Schwert bleiben und gucken uns mal dieses 4-Sterne-Item hier an. Ja, gucken wir mal rein. Crit Rate können wir gebrauchen. Attack können wir gebrauchen. Defense Flat ist jetzt nicht so geil. Fokus können wir gebrauchen. Top. Behalten wir. Gehen wir aufs nächste. Crit Damage können wir gebrauchen. Health Flat. Ist jetzt nicht so geil. Defense Flat genauso wenig geil. Und nochmal Health Percentage. Nicht so geil. Würde ich gerne aussortieren. Und hier haben wir auch noch das Beispiel, was ich sehr gerne aussortiere, sind Gear Pieces, in denen zweimal derselbe Stat vorkommt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Schwert nimmt und ihr habt da Health Percentage drauf, ist das ja gut. Habt ihr dort nochmal Health Flat drauf, dann würde ich das Ding am liebsten zum Mond jieten und nie wieder sehen in meinem Leben. Das ist einfach nicht gut. Ihr solltet immer gucken, dass ihr 4 unterschiedliche Stats kriegt. Die Teile unten, die sind nochmal ein bisschen spezieller, da die andere Main-Werte haben können. Bei einem Attack-Dealer am Anfang würde ich empfehlen, 100% die Crit-Rate hochzukriegen auf 100%. Da ist den Ring auf jeden Fall mit Crit-Rate. Beim Amulett solltet ihr überlegen, ob ihr Attack oder Fokus mitnehmt. Je nachdem, ob ihr auf Schaden ausgelegt seid oder halt mehr auf Debuffs und Buffs drauf machen. Und bei den Boots, je nachdem, entweder Speed oder Attack Percentage, je nachdem, ob ihr die Speed schon auf anderen Teilen habt oder nicht. Aber am Anfang würde ich auf jeden Fall Speed empfehlen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen weiterhelfen und hilft euch ein bisschen bei der Auswahl, welches Set ihr behalten wollt, also welches Gear Piece ihr behalten wollt und welches nicht. Und könnt so ein bisschen aussortieren. Am Anfang ist es ein bisschen doof, wie schon gesagt, man muss halt das nehmen, was man hat. Später, wenn man das Ganze farmt, kann man natürlich ein bisschen wählerisch sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.